Meine Herren Präsidenten, wenn man Ihnen aufmerksam zuhört, hat man den Eindruck, alles ist im Lot. Der Euro ist gesichert. Wir haben einen neuen Stabilitäts- und Wachstumspakt, wir haben einen ESM und wir haben einen Pakt Plus für den Euro. Ich sage hier auf gut Deutsch, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Wir dürfen den Ausgangspunkt für die ganzen Überlegungen und Maßnahmen nicht vergessen. Das ist die galoppierende Verschuldung mancher Euro-Mitgliedstaaten, sinkende Wettbewerbsfähigkeit, realwirtschaftliche Verwerfungen und als Folge davon steigendes Leistungsbilanzdefizit, was finanziert werden muss. Es ist jetzt schon absehbar, dass die Bedingungen des neuen Stabilitäts- und Wachstumspaktes von manchen Mitgliedstaaten nicht beim besten Willen nicht werden erfüllt werden können. Die ESM wird nicht zur Überwindung der realwirtschaftlichen Verwerfung führen, weil keiner eine Insolvenz eines Euro-Mitgliedstaates überhaupt in Erwägung zieht, ernsthaft, und weil die Aussicht auf ESM-Finanzhilfen dann zu einem weiterhin laschen Verhalten führen wird. Die sogenannten strengen Auflagen werden sich de facto in der Praxis als ziemlich leicht für sich herausstellen. Der Zwang zu einstimmigen Beschlüssen führt zu dem schon bekannten, aus der Vergangenheit bekannten Kuhhandel. Der Pakt für den Euro nicht zuletzt ist viel zu unverbindlich, um überhaupt notleidende Staaten zu tiefgreifenden realwirtschaftlichen Reformen veranlassen zu können. In Summe also fürchte ich, wir werden keine Beseitigung der eigentlichen Ursachen haben. Wir werden mit dem ESM eine dauerhafte Verschuldungsfazilität haben, deren Kreditrahmen in regelmäßigen Abständen erhöht werden muss. Er wird sich als Fass ohne Boden herausstellen. Und die Bürger der Staaten, die im Wesentlichen zahlen müssen, sehen sich einmal mehr getäuscht. Die Zustimmung zu Europa wird weiter sinken.